Eine kleine Kammer. Hallo? Kleine Kammer? Ah, hier. Da, wo sie den eingesperrt hatten. Bin nicht zu alt, um mit Puppen zu spielen? Schweig, Kerl. Mach mir Sorgen um das Wohlergehen der Prinzessin. Das alles ist einzig und allein eure Schuld, weil ihr zwielichtigen Gestalten eine Entführung planen musstet. Ich werde keine Gnade kennen, sollte der Prinzessin etwas zugestoßen sein. Reg dich nicht so auf, ich hatte sowieso jetzt vor, die Prinzessin zu retten. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Wenn du mir versprichst, nicht rumzunerven, nehme ich dich mit. Also was sagst du? Solchen Liebesgesindel wie euch kann ich nicht trauen. Wer weiß, was ihr wieder im Schilde führt. Macht ihr nicht ins Kettenhemd. Die Entscheidung habe ich alleine getroffen. Mit der Tantalus hat das nichts mehr zu tun. Prinzessin retten, das ist alles, was ich möchte. Potz, Blitz, kann ich deinen Worten Glauben schenken? Wenn ich euch nur den geringsten Verdacht hege, werde... Wenn ich auch nur den geringsten Verdacht hege, werde ich dich an Ort und Stelle in zwei spalten. Dann ist ja alles gebongt. Hoffentlich bist du auch nützlich. Hast du verstanden? Auf gar keinen Fall habe ich dir verziehen. Ist ja schon gut. Nun gut. Lass uns den Schwarzmagier fragen, ob er uns nicht auch noch auch seine Kräfte leiht. Vivi? So ist es. Die schwarze Magie von Meister Vivi war gegen dieses Monster äußerst effektiv. Ich möchte ihn da zwar nicht unnötig hineinziehen, aber es gilt, die Prinzessin zu retten. Dafür benötigen wir die Kräfte von Meister Vivi. Gute Idee, wir sollten ihn gleich fragen gehen. Nein, das ist noch eine Truhe. Geh zurück. Loot. Also ein Loot dich liegen lassen, Kollege. Typen da, dem einen sein Spielzeug wieder zurückgeben. Hat der Typ jetzt die Puppe eingesteckt? Nein. Der hat die Puppe eingesteckt. Kaufen gibt es keine Möglichkeit. Lindblumen ist noch so weit weg. Gegen den Chef gewinnen und so macht dir so schnell keiner nach. Aber der Chef macht irgendwie ein zufriedenes Gesicht, obwohl er verloren hat und so. Hat unseren Plan, die Prinzessin zu retten. Gut, aber seid bitte vorsichtig. Wir möchten, dass du auch mitkommst. Ich? Aber ich werde euch bestimmt nur ein Klotz am Bein sein. Mitnichten. Die Magie von Meister Vivi war äußerst effektiv gegen das Monster. Ihr seid eine weitaus größere Hilfe als diese halbe Portion von einem Räuber hier. Aber ich traue mich irgendwie nicht. Außerdem konnte ich mich auch vorhin schon vor lauter Angst kaum bewegen. Es ist für die Prinzessin. Und nicht für die Prinzessin. Nicht nur für die Prinzessin. Auch für das gesamte Königreich Alexandria. Wenn du Verantwortung spürst, handle. Das ist es doch, was einen Mann ausmacht, oder Vivi? Na los, lass uns Prinzessin Garnet aus den Fängen des Monsters befreien. Na gut. Ich versuche euch nicht im Weg zu stehen. Wir stehen eurer Schuld, Meister Vivi. Übrigens, Meister Vivi, ja? Als ich euren gekonnten Umgang mit der Schwarzmagie sah, kam mir ein Gedanke. Flüster, flüster. Blabla, tuschel, tuschel. Magieschwert? Okay, ich werde es versuchen. Aha. Aber. Ich frage, ob ich von den ganzen Items, die ich habe, irgendwas hier noch. Kann mir anlegen. Steiner. Falchus. Oh, Falchion ist besser. Vivi. Falch. Los geht's. Dadurch, dass der Chef da ja weg ist.
Er war nur für den Kampf unten wahrscheinlich. Alter Angeber, hast dich total in die Kleine verschossen, was? Ich kann ein Mädchen in Not nicht einfach im Stich lassen, so bin ich nun mal. Bist du nur für ein Hecht, ich glaube, mein Frühstück kommt mir gleich wieder hoch. Aha. Passt es wohl nicht, dass ich mich mit Prinzessin gar nicht anfreunde, oder? So ein Schwachsinn, daran habe ich kein Interesse. Ja, nimm das mit, Sida. Ich brauche doch keinen Liebestrank. Noch mehr Frauen und ich muss Buch führen. Das ist kein Liebestrank, Schwachkopf. Medizin, die Sporen abtötet, falls sie wieder welche abbekommen. Na, wenn das so ist, dann sag's doch gleich. Hättest eben bis zum Ende zugehört, anstatt Blödsinn zu sabbeln. Ich. Gegengift von Blank. Jetzt noch ein Hinweis vom Chef. Weißt du noch, dass du dich mit Abilities ausrüsten kannst, Sida? Kämpfen auch. Du wirst wesentlich stärker werden, wenn du lernst, deine Abilities umzugehen. Hier rüste ich nochmal mit Abilities aus, Blank. Was, das blickst du auch nicht? Wofür taugst du denn überhaupt, Mann? New Ability anlegen, kannst du dir die entsprechenden Abilities aussuchen. Geht klar. Sieh mal zu, dass du hier nicht vor die Hunde gehst. Sage nie wiedersehen. Die Abilities oder gibt es hier eine Beschreibung? Kann ich dies? Ring. Hat zu sich Ability, die kann durch den Ring oder was? Verstehe ich noch nicht ganz. Gibt es verschiedene Equipment, gibt es auch noch verschiedene Sachen. Okay. Anlegen, Ability. Vivi, anlegen. Dann nur Feuer, alles klar. Item. Dann habe ich vorhin nachgeschaut, das passt alles. Von dir Geld nehmen, Gesetz ist Gesetz. Ach cool, nice. Ja, was kaufen bei dem? Im Inventar 8. Schaden. Linksfedern auffüllen. Gold erstmal rausgeschmissen. So. Mit. Ruby an Sidan. Sidan. Geht's gut? Also bei mir alles ganz gut soweit. Übrigens, ich habe einen interessanten Typen kennengelernt. Ich schreibe bald wieder. Das freut dich doch. Stimmt. Mach ich auf jeden Fall jetzt. Schöne Rüse auch den Rest. Ist voll? Eindeutig. Diese Ruby, die ist voll. Ziemlich seltsame Wörter. Ich verstehe nur Bahnhof, Kupo. Speichern. Jawohl. Ich speichere, Kupo. Überschreiben. Bastschau.
Läuft. Nichts. Attacke. Schwimm mal hier durch. Active Time Event. Ein Konzert im Wald. Ein bisschen mehr Schwung, wenn ich bitten darf. Lass uns den Viechern zeigen, was eine Pauke ist. Das macht einem richtig Mut. Endlich wieder Musik. Beach, tröd. Ihr seid ja richtig am Tuten und Blasen. Wir gehen uns kurz umschauen. Haltet euch bereit zum Abmarsch. Laro, tröd. Rock im Wald, ja genau. Machen hier direkt ein Festival auf. Halt! Zurück! Wie ich sowas hasse. Ach so, jo, Kampf beginnt. Boah, jetzt kann ich da nach rechts und nach links. Kann mich doch nie entscheiden. Beziehungsweise ich hab eher. Eher die Angst davor, dass ich dann einen Weg gehe und dann geht es auf einmal weiter. Ich dann halt irgendwie was verpasse oder so. Potion geklaut. Einfach overpowered. Gehen aber schnell. Echokraut. Kippo. Kippo, Tim. Wir scheinen keine Monster zu sein. Turbun. Lagebesprechung. Bist du sicher, Chef? Ich bin mir immer sicher, wir werden auch hier abhauen, sobald wir bereit sind. Nimm diese Karte mit. Bis Lindblum ist es noch ein weiter Weg. Alles klar, wir sehen uns im Quartier. Jawohl. Komplett Heilung der HP und MP. Oh, nice. Ach so. Okay. Ja, braucht man jetzt kurz, ne? Gerade nicht. Sieht halt hier so aus, als wenn es weitergeht. Yo. Aber heftig aus. Es geht hier doch garantiert weiter. Wir gehen mal zurück. Ich will diesen anderen Weg zuerst mal noch laufen. Ach, euer Ernst? Da ist gar nichts. No. Geht es dir gut, Prinzessin? Das hier ist wohl der Boss. Der Boss? Das ist der Boss. Nicht der Boss, der Boss. Prinzessin, du hältst dich da gefälligst raus. Von einem Räuber gerettet wird. Glaubst du, du packst ihn alleine? Grummel, grummel, grummel. Auf geht's, Vivi.
Vivi kackt sich doch schon wieder ein. Pollenstaub. Ich glaube mal erstmal ein bisschen was. Jetzt mal die Erdkraftklinge. Er sieht nichts, deswegen trifft er wahrscheinlich nichts, ne? Yo. Nicht sein fucking Ernst. E-Potion? Geht das auf alle? Nee, auch nur auf einen. Oh nee, komm. Was ist das für ein Viech? Was die kleinen Viecher gegen so gefühlt One-Hit? Jetzt gehe ich einfach One-Hit. Komm, zack, unser nächster tot. Ja, komm. Ich will direkt neu anfangen. Das Autokampf? Nein. Kann jetzt nicht sein, ich verbrauche doch alle. Alle meine Phönixfedern, wenn ich jetzt so weitermache. Genau. Tot. Ey. Boah, es ist hart. Game over. Jawohl. Das war jetzt echt schnell zu Ende. Dann Trick. Trick 17. 18. 20. Ich glaube, ich sollte echt bei jedem Kupo speichern. Ich überlege, ja, das ganze Schiff durchgemacht und nicht gespeichert. Wobei, nein, Quatsch, ich bin rausgegangen, hab nach dem Einkauf gespeichert. Nö, es passt. Erdkraftklinge, Eismittelfeuer. Drauf machen ist doch bestimmt auch weg. Item Potion. Ey, Vivi verreckt einfach instant. Ich finde, ich einfach voll auf Angriff gehe. Vielleicht hat das Ding gar nicht so viel Leben. Ich gehe ja nur drauf. Die reinsten Waschlappen. Platz da, ich räume hier auf. Und der macht jetzt einfach One-Hit wahrscheinlich. Tot. Okay, also doch eher Angriff.
Es war schon hart, du kannst doch nicht die ganze Phönixfeder einsetzen. Und bei der nächsten Attacke gehen wieder alle drauf. So, kommt doch zu Sinnen. Kipp ihr das Gegengift rein. Warum krieg ich keine XP? Wundert mich gerade so ein bisschen. Bald fühlt ihr euch wieder besser. Mit ein bisschen Bettruhe ist sie bald wieder auf den Beinen, oder? Was denn? Das war's noch nicht? Herr Flix, die kreisen uns ein. Diesmal liegt unser Heil in der Flucht. Flieht! Was zögerst du so? Egal, was passiert erstmal? Kann man hier noch irgendwie eine Info? Wie viel die Ocean heilt? Und, was für was ist? Mann! Oh oh, die kommen hinterher. Lauf! Oh oh, okay, fight. Ah, doch alles richtig gemacht. Klau, M-Schwert, Feuer. Feuer, A-Klinge. Ach, nicht schlecht. Feuer auf dem seine Klinge und dann bam. Weg mit. Na, noch was? Nein. Feuer reicht nicht mehr schwer, Kraftklinge auch nicht. Mit einem normalen Angriff klauen. Was für eine Feuerwehr? Oh, 16. Level up! Isegrim-Karte. Wie das aussieht. Was ist los? Irgendwas stimmt mit dem Wald hier nicht. Und ob was mit dem Dreckswald nicht stimmt, schlimmer kann es doch nicht mehr werden, oder? Der Wald verfolgt uns. Lang, kümmere dich um die Prinzessin. Hier geht alles den Bach runter. Hey, was hat er vor? Badabadabab. Oha. Werden überrannt. Oh, alles versteinert sich. Aha, was passiert da?
Spaß, na dann können wir jetzt einen noch angreifen. Oha, was war das? Ja, der arme Kerl. Stein. Oh nein. Elender Sturkopf. Lang. Ob es der Prinzessin bald wieder besser geht? In allem ist nur dieser Kerl schuld. Mein Freund opfert sich für ihn, aber er verzieht keine Miene. Kerl, du bringst mich auf die Palme. Garn. Prinzessin. Steiner? Ihr habt mich gerettet. Euch selbst unter Einsatz meines Lebens zu beschützen, Prinzessin, das ist die Aufgabe eben von diesem Steiner, der hier vor euch steht. Hey, meine überragenden Fähigkeiten und die Schwarzmagie von Vivi waren es, die dich gerettet haben. Stehe tief in eurer Schuld. Ball von Meister Vivi ist das gewiss etwas anderes, aber diesem Kerl gegenüber steht er sicher in keiner Schuld. Und überhaupt, hättest du die Prinzessin nicht entführt, dann wären wir nie in diesen Schlamassel hineingeraten. Sich danach als heldenhafter Retter aufzuspielen, das schlägt im Fass ja wohl im Boden aus. Kerl, wenn wir erstmal los sind, dann hängst du Steiner. Oh oh, ich habe Alexandria aus freien Stücken verlassen. Ja genau, wir kamen zwar, um sie zu entführen, aber vielmehr sollte man sagen, dass sie sich uns anschloss. Prinzessin, ist das denn wahr? Es ist so, wie er sagt. Also da du jetzt den Durchblick hast, sei brav und lass uns gehen, Alter. Denke, du weißt über den Fluch des Nebels Bescheid. Oder etwa nicht? Über die Monster, die aus dem Nebel kommen? Über die giftige Wirkung des Nebels? Wir müssen die Prinzessin auf der Stelle von so einem verwunschenen Ort wie diesem hier wegbringen. Das kannst du vergessen, Alter. Nur weil sie die Augen aufgemacht hat, heißt das noch lange nicht, sie wäre wieder gesund. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt oder was? Und wo bitteschön willst du durch die Nebelschicht? Die Gegend hier ist inmitten einer tiefen Schlucht, noch nicht bemerkt. Und sowohl das Süden als auch das Nordentor, sollen im Moment ja gesperrt sein, oder? Tja, was ist denn nun? Grommel, grommel. Die Prinzessin ist noch schwach und kann kaum laufen. Und du machst auch nicht den frischesten Eindruck. Geschwächt und ziellos auf den Weg zu machen, ist das denn nicht noch viel gefährlicher? Muss ich mich von dir etwa herumkommen? Steiner. Dessen Aufgabe ist, Prinzessin gar nicht zu beschützen. Das ist schon nicht meine Aufgabe. Die Aufgabe eines königlichen Ritters. Schon gut, schon gut. Bis die Prinzessin wieder vollständig genesen ist, ist es meine Aufgabe, über sie zu wachen. Na prima, dann sind wir ja einer Meinung. Kannst du schon wieder laufen? Ja, dank der Medizin, die ihr mir gegeben habt. Was ist überhaupt geschehen? Nachdem wir dieses Riesenmonster im Wald fertig gemacht hatten, plötzlich alles drunter und drüber. Ich habe gehört, dass euer Freund sich geopfert hat, damit wir aus dem Wald entkommen konnten. Ah, Blank, sein Name. Wir müssen ihn schnell irgendwie herausholen. Vielleicht geht es aber nicht. Wir haben nichts, um die Versteinerung aufzuheben. Soll das heißen, er ist für uns? Nein, die Versteinerung kann man bestimmt wieder aufheben. Wenn wir bald hierher zurückkehren, ist es noch nicht zu spät. Aber jetzt können wir nichts anderes machen als gehen. Laut der Karte, die wir von Blanc haben, befindet sich südlich des Waldes eine Höhle. Vielleicht können wir ja von da aus die Nebelschicht durchstoßen. Hast du Angst, Garnet?
Keine Angst, ich bin ja bei dir. Uwa, da kommt was. Einen Moment, Kupo. Monty! Ich wohne ja schon seit 20 Jahren im Verwunschenen Wald, aber ich habe noch nie jemanden lebend aus ihm rauskommen sehen. Wahnsinnig, Kupo. Ihr seid ganz schön stark, Kupo. Aber bloß nicht übermütig werden, Kupo. Da draußen warten noch viel schlimmere Gegner auf euch, Kupo. Bevor ihr in die große weite Welt hinausgeht, geht zu Mogmaier. Weiß Bescheid, Kupo.